Annik, ja, kenne ich eigentlich recht gut. Ich habe mit ihr schon 3 Wochen Ferien verbracht. Annik Lautenschlager und ich, wir haben beide Väter oder Grossväter, die Profi-Hockeyspieler waren. Und bei Annik habe ich immer das Gefühl, das hat ein bisschen abgefärbt. Die Frau ist extrem hart im Nehmen. Die ist nie müde. Es hat in diesen 3 Wochen nie Streit gegeben. Gut, es ist auch nie darum gegangen, wer Küche macht, weil sie da gar keine Küche gegeben haben, gar nichts müssen kochen, weil es ist 3-mal jeder Appenzell gewesen. Also Annik ist für mich einer der wichtigsten Menschen hier drin. Ich verbringe am allerliebsten mit ihr meine 9, meine Pausen. Und sie erzählt mir zwar meistens recht strube Sachen. Zum Beispiel sieht sie alle Konzerte, die ich immer verpasse. Sie hat so einen Riecher für Konzerte, die niemand erlebt. Sie hat zum Beispiel einmal in der Wüste Arctic Monkeys und Queens of Stone Age, 2 meiner Lieblingsbands, in einem Kaffee getroffen und die haben ein Konzert gespielt. Wow, der Flat Eric. Der Flat Eric, der gehört zu der Annik. Die hat ein irrsinniges Lachen. Also wenn die lacht, dann lache ich jedes Mal mit. Ich denke, ich kenne Annik ordentlich gut. Und ich würde jetzt wohl behaupten, sie ist genauso am Mikrofon, wie sie auch ist, wenn sie im Bett bei JTZ schnarcht. Und wäre ich ein Indianer, darum habe ich auch das Hemd an, wäre sie, glaube ich, meine Nchochi, die ich retten würde. Sie ist sozusagen die radiophone Verkörperung eines harten Hockeyspielers, aber extrem fair.